Was geht und willkommen bei einem neuen Video auf diesem Channel, das alles ein bisschen verändern wird. Weird Sound. Und zwar werden wir in nächster Zeit ein bisschen anderen Content schaffen. Wir wollen ein bisschen mehr quatschen, wir wollen ein bisschen mehr präsentieren, wir wollen ein bisschen mehr entertainen und wir wollen euch ein bisschen mehr Informationen geben. Und dementsprechend fangen wir hiermit an. Das ist das erste Video. Wir werden heute meinen Shortfilm auseinandernehmen. Ihr werdet sehen, was denke ich mir beim Produzieren, wie funktioniert das überhaupt, wie sieht meine Timeline dazu aus, also welche Effekte habe ich mit reingebracht und. Ich werde heute alles preisgeben und dieses Video wurde sich jetzt gewünscht von 2 Personen, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen oder kann damit was anfangen. Let's go mit dem Video. So, wir fangen direkt an und wir beginnen das Ganze mit einem Drohnenshot. Und da muss ich mich direkt für jemanden entschuldigen. Diese Drohne, mit der ich immer filme, gehört mir und meinem besten Freund Kai Steinebach. Shoutout an dieser Stelle. Für die Drohne war es fast zu dunkel. Und dementsprechend war es super risky, damit zu fliegen. Weil wenn die Drohne nicht ganz kalibriert ist, dann kann die nicht fliegen, weil die nicht die Objekte um sie herum wahrnimmt. Und dann rastet die so ein bisschen aus beim Fliegen. Aber ist alles gut gegangen, ich konnte sie halt sehen und dementsprechend war das kein Problem. Alle Szenen waren vorher geschrieben, waren vorher wirklich bedacht und ich wusste genau, was ich für ein Bild habe. So, das heißt, ich bin jetzt von der Drohne zur Kamera gegangen und habe versucht, so ein bisschen zu gucken, wo ist die Drohne entlang geflogen und ja, wo muss ich mit der Kamera einsetzen, damit es so ungefähr der gleiche Shot ist. Man kann das hier sehen, so. Dieser Übergang, ich habe da noch so einen Glitch reingemacht, dass ich schon so versucht habe, das anzupassen. Und yes, genau. Dann natürlich dieser Effekt von, der Finn ist alleine da und dann ja, kommt Lena rein. Und diese ganze erste Szene sollte schon Verwirrung schaffen. Das bedeutet, Finn wacht auf, so, keiner weiß warum der auf einer Bank aufwacht, aber ich wollte, dass es irgendwie draußen ist. Und dann kommt da jemand und weckt ihn quasi, aber jetzt kommen ja die interessanten Sachen dabei. Das heißt, die beiden tanzen und übrigens Side Effect, Shoutout an meine Freundin AK, die wirklich die ganze Zeit hinter mir rumgesprungen. Man sieht sogar hier, nee, ist es von, doch, das ist doch die das Licht und zwar ist AK hinter mir immer so mit einem Licht rumgelaufen, womit ich jetzt gerade auch dieses Video ausleuchte. Und das heißt, sie musste gleichzeitig auch die Wege von mir lernen, damit sie weiß, wo sie ausleuchten kann. Weil wir da mitten auf der Straße gefilmt haben und wir konnten gar nicht wirklich da jetzt großartig ein Setting aufbauen, sondern das musste alles sehr mobil sein. Vor allen Dingen auch, und das ist immer schwierig, wenn du im Dunkeln filmst, dass du nicht in einem Lichtkegel stehst, wo gerade ausgeleuchtet wird. Genau, wir haben so diesen Effekt. Jetzt habe ich wieder ein Go gegeben, und zwar genau jetzt. Das ist nicht gecuttet. Ich habe ein Go gegeben, sodass Lena wieder rausgeht. Er wacht auf, ist so, hä, was passiert? Und hier sieht man eine Stelle, die schwierig war auszuleuchten. Das bedeutet, hier ist AK so ein bisschen hinter mich gekommen und schon habe ich Schatten geworfen. Leider war das, also nicht leider, aber das war der beste Take, dementsprechend habe ich das drin gelassen. Denn jetzt kommt Schub. Und Lena musste hinter mir herlaufen, um wieder auf die Position zu kommen, um dass ich ihr im rechten Augenblick wieder das Go gebe, um dass sie wieder verschwindet, damit keiner weiß, was ist mit dieser Lena, warum taucht die immer wieder auf? Genau, dann haben wir Übergang zu, ich glaube, einer der beliebtesten Szenen im ganzen Film. Also wir haben super viele Resonanz zu diesem bekommen. Choreografiert von Panthea, FFVD heißt Fast Forward. In dem Song geht es wirklich darum, dass er auf alles scheißt und dass er jetzt ihm alles so egal ist. Und wenn man das so kennt, wenn man so ein Broke-Up hat mit jemandem und dann ist man erstmal so in der Phase, so, ach, ich gebe einen Fick, alles ist egal. So, das ist, ich, ich,
ja, ich mache jetzt einfach alles so, wie ich Bock habe. So, dann trifft er quasi seine Crew und dann haben wir hier die Choreo-Szenen. Auch da haben wir vorher die Location natürlich gescoutet und das war schon so ausgeleuchtet. Also perfekt. Ich musste nichts mehr aufbauen. Was halt perfekt ist, weil das wird gleich nämlich auch ein 360-Grad-Shot. Ich wollte drumherum laufen, damit wirklich, drumherum filmt. Und hier ist es schon wichtig, weil hier laufen jetzt alle raus und man sieht sogar AK, wie sie so schon nach links läuft, denn die auf der Seite müssen wieder hinter mich. Es gibt jetzt eine Säule, das gucken wir jetzt mal danach. So, jetzt laufe ich nämlich rum. Jetzt kommt der Moment, wo Lena die ganze Zeit hinter mir war. Die ganze Zeit, während ich gedreht habe, war sie hinter mir, um für diese eine einzige Szene reinzukommen und so wieder rauszulaufen. Genau. Und das heißt, da ich da rum musste, mussten alle hinter dieser eine einzigen Säule. Und genau, und das muss man halt alles vorher timen. Das heißt, du choreografierst nicht nur die Menschen, die gerade zu sehen sind, sondern auch das Ganze drumherum. Genau, Lena ist wieder rausgelaufen und rennt jetzt mit der Kamera, also hinter mir, die ganze Zeit wieder her, bis der Song eigentlich vorbei ist. Und genau, jetzt haben wir natürlich ein paar Cuts, das ist ein bisschen einfacher gemacht. Und jetzt kommt auch wieder ein Schnitt, der ein bisschen mehr Arbeit bedeutet, als er dann letztendlich sogar ist. Und zwar taucht Lena wieder plötzlich auf. Und jetzt sieht man, wie das Bild quasi wechselt. Aber Lena ist immer noch im ersten Shot zu sehen. Und sowas mag ich einfach sehr gerne, um so eine Überblendung zwischen zwei Szenen zu kriegen, die aber dann ineinander fließen. Haben wir gleich auch nochmal. Genau. So, jetzt kommt diese lange Szene, einer meiner Lieblingsszenen, weil das Setting auch einfach so schön aussieht. Hier diese Bushaltestelle in Godorf, Köln. Und Victoria hat einfach so einen guten Job gemacht. Es war noch gar nicht so spät, wie es da aussieht. Nur so ein bisschen. Das hat Jenny choreografiert. Die hat mit den beiden gearbeitet. Und die Szene ist super, super wichtig, denn jetzt hat man so eine Scheißegal-Einstellung gehabt. Und dann kommt jemand, der dir so die Meinung sagt. Und wir wollten das halt so ein bisschen krasser gestalten. Das heißt, wenn dir so ein kleines Mädchen auf einmal die Welt erklärt, dann bist du so richtig Brainfuck. Und jetzt kommt schon wieder ein Übergang, der super tricky war. aber... Das heißt, Bild ausgeschnitten, um dann in die nächste Szene reinzukommen. Und ich liebe diesen Teil. Jetzt kommt der Teil auf High Heels von Panthea choreografiert, nicht von mir. Und genau, das ist jetzt noch hier die Silhouette in diesem Bereich von Finn, dass er quasi gerade das denkt. Also das, ja, das dann... quasi das in seinem Kopf gerade abspielt, weil man kennt das ja, wenn man so ganz oft über etwas nachdenkt und darüber nachdenkt. Das ist quasi seine Fantasie. Und dann kommt der Übergang zu seinem Gesicht, wo er dann wieder aufwacht. Ich wollte diesen kleinen Moment haben von, er hat noch die Augen zu und macht die Augen dann auf und dann sieht man, dass er sich das gerade vorgestellt hat. Dementsprechend macht er jetzt auf, denkt er ist wieder in der Realität, aber dann ganz schnell einmal wieder Lena da und wieder Lena weg. Und deswegen ist er halt so verwirrt und weiß nicht und denkt jetzt eigentlich ist er alleine, aber jetzt auch wieder ein One-Take, die ganze Zeit ein One-Take. Zack, Lena ist da, zack, Lena ist weg und zack, Lena kommt wieder. Genau, hier musste ich ein bisschen skippen, man sieht so, einfach live einen Fehler entdeckt, aber keiner hat es gesehen. Krass, ist tatsächlich wie viele Pixel sind das? Ich weiß nicht genau. Ah. passiert, genau, und die Szene geht weiter, es ist halt quasi ein One-Take. Und... jetzt kommt die Szene, wo
Lena quasi raus aus dem Bild geht. Und hier war es auch super krass, weil ihr habt ja gesehen, wie breit die Brücke war. Ich glaube, 2 Meter oder so. Und 2 Tänzer plus AK, die hinten mit dem Licht rumgelaufen ist. Jetzt musste Lena noch hinter mich. Und wir hatten noch die Spiegelung, die noch so ein bisschen damit eine Rolle gespielt haben. Das bedeutet, die waren jetzt alle hinter mir die ganze Zeit. Die sind jetzt zwischen mir und dem hinteren Gelände und Finn, der vorne steht. Weil jetzt ist Lena raus. So, jetzt sieht man niemanden da vorne. Aber jetzt stehen alle hinter mir. AK, die 2 Tänzer plus Lena. Und jetzt mussten alle mit mir rumlaufen, um dass dann die 2 Tänzer da stehen. Ich liebe den Effekt, oh mein Gott. So, dann tanzen die. Und jetzt haben wir, dass wir einmal rumgelaufen sind um die Jungs. Und Lena bleibt aber auf ihrer Seite, um dass sie wieder dort steht. Und jetzt kommt einer meiner Favorite-Übergängen. Und schwa. Gesehen? Das bedeutet, ich habe schon vorher gewusst, welchen Übergang ich machen möchte, wie ich in die nächste Szene kommen möchte. Und habe dann einfach das 2-mal gefilmt. Finn einmal gelaufen, vor mir gelaufen, die gleiche Situation nochmal gefilmt. Und dann konnte ich hier schneiden und dann ist das Ganze so smooth. Dann kommen wir, so der Streit. Genau, dann bekommt er so Hilfe, Drohnenshot auch wieder von oben. Auch wieder viel zu dunkel. Auch Drohne wieder so gewackelt, so dumm. Aber für den kurzen, aber für das kurze Bild hat es dann auf jeden Fall gereicht. Genau. So. Dann haben wir Tanzszene. Von mir. So, auch das hier ist kein Übergang. Der nächste. Da sieht man, wie Carla hier verschwindet. Und der Glitch ist einfach nur, um das Ganze ein bisschen in der Musik interessanter zu machen, aber es ist immer noch der gleiche Shot. Jetzt mussten alle hinter mich laufen, damit jetzt dann die beiden da standen. Das ist von Ann-Kathrin choreografiert. Und ich wollte unbedingt, dass Finn im Hintergrund immer noch wegläuft und immer noch quasi im Bild zu sehen ist, aber eher weg von diesem Pärchending will. So, zum Schluss schaut er einmal hin und ist so abgefuckt von der Situation. Und dann kommt der Übergang, wo ich versucht habe, das Ganze so mittig wie möglich zu halten. Und dann genau, es könnte die Straße sein, man sieht sogar noch ein bisschen, dass er genau rausläuft und dann kommt langsam der Morgengrauen, weil er die Nacht schon durchlebt hat. Und das ist auch alles ein One-Cut. Jede Szene, wie man hier auch unten sieht, ist wirklich eine Szene über teilweise 1 Minute, 2 Minuten. Und genau, das ist von mir. Und jetzt kommt einer meiner Favorite Moments. Ich laufe rum, auch hier wieder. Die mussten also hinter mich herlaufen, wenn ich an dem vorbeikomme. Und jetzt kommt die beste Szene. Boom. I love it! Ja, es war so lucky, wirklich lucky, dass Rowdy, als ich hier entlang gegangen bin, Rowdy einfach nicht zu sehen war hinter Finn. Und dann der erste Step auf dem Beat der Musik, kommt Rowdy dahinter. Es ist so ein nicer Shot. Oh. Und das hier, der ganze Take, war der allererste Take um 5 Uhr morgens, weil ich wollte halt wirklich realistische Bedingungen haben, morgens haben, genauso wie man sich fühlt. Und wir haben den Take danach noch 2-3 Mal gemacht, auf jeden Fall. Aber dieser erste Take, wo Rowdy einfach wirklich on spot da rauskommt, perfekt. Coloring hier hinter auf jeden Fall alles noch ein bisschen schöner gemacht. So, dann haben wir die Szene. Ich bin einmal um ihn herumgerannt, stimmt. Und alle mussten hinter mir herlaufen. Alle mussten hinter mir herlaufen. Und dann schubst Rowdy ihn weg in den Wald. Und dann kommt der Moment, wo Finn wegläuft. Und dann kommen wir schon fast zum Schluss, wo Finn jetzt einfach alles zu viel wird.
Passo Motion. Meine favorite Drohnenshot-Aufnahme ever. Shoutout an Pantea an dieser Stelle. Wir haben ja den Film geguckt als Premiere auf YouTube. Und als dieser Shot kam, also so, sie war den Film am Schauen und war so voll gespannt. Und dann kam dieser Shot und sie war so. Ja, also, genau, auch hier, ich wusste genau, dass ich so eine Grenze haben wollte vom Baum, also vom Wald, wo er aus dem Wald rausläuft, um jetzt ans Wasser zu laufen. So, das heißt, dieses ganze Ding macht einfach komplett Sinn. Und hier war mir sogar noch wichtig, dass er in den Schatten reinläuft. Und jetzt kommt der Switch. Die Bäume grenzen genau an den hinteren Bäumen quasi an, sodass ich da das Ganze nochmal so ein bisschen im Übergang, ja, verschönert. Jetzt kommt die letzte Szene, ein paar Close-Ups, genau. Und jetzt kommt halt die traurigste Szene eigentlich im ganzen Lied. In dem Lied geht es auch wirklich so, dass er Abschied nimmt und dass er, wenn er weg ist, soll bitte nicht alle trauern, sondern an die schönen Sachen denken. Und das heißt, er geht jetzt quasi zum Rhein. Hier sind die Kranhäuser. Shoutout an dieser Stelle nach Köln. Und genau. Und dann haben wir so ein paar Close-Ups. Und dann kommt die finale, wirklich die finale Szene, wo er jetzt sich entscheidet, so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es ist so ein bisschen traurig. Traurige Musik. Und dann kommt der letzte Shot. Er geht. Und dann kommt sie angelaufen. Und das ist jetzt halt das Reale. So. Das heißt, sie existiert. Sie ist da und sie will ihn retten. Genau. Beim kompletten Mix habe ich auch immer darauf geachtet, dass wirklich auch die Soundeffekte am Start waren, dass man hier am Ende die Fußtapsen hört. Alles, jede einzelne Szene hat ein eigenes Coloring und das war nachher auch die Schwierigkeit, das Ganze so umzusetzen. Gerade auch nachts zu filmen ist nicht so einfach. Ich filme mit der Canon 5D Mark IV, die das gut macht, aber es ist natürlich schon mal so ein ganz leichtes Grundrauschen am Start. Genau, wir haben dann hier zum Schluss noch einen schönen Drohnenshot, den ich so für den Abspann einfach gemacht habe und der dann auch im Morgengrauen war. Das heißt, wir haben da irgendwie morgens um 5, 6 Uhr haben wir da gedreht, weil ich unbedingt die Morgensonne am Start haben wollte. Und yes! Das war das, wie dieser Film entstanden ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr gerne mehr solcher Videos sehen wollt, wo ich einfach mal so Reviews mache oder wo ich andere Videos, also Tanzvideos, mal so drauf reacte und meine Meinung dazu sage, wie die geschnitten sind, wie die produziert sind. Oder vielleicht habt ihr noch Ideen, schreibt es in den Kommentaren. Find's auf jeden Fall mega nice. Jetzt weiter mehr Content auf YouTube von mir, von AK, von Wonderworld. See you next time. Peace.